So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Es ist wieder mal Samyang Sunday, wenn ich das Video rausbringe. Das heißt, ich möchte ein neues Samyang Produkt, eigentlich gerne Samyang Bulldog Nudeln testen. Es gibt immer noch Nudeln und Sorten, die ich noch nicht getestet habe, noch nicht kenne. Heute kümmern wir uns aber erstmal um eine weitere Soße. Jetzt werdet ihr sagen, Samyang Soßen, die kennt doch jeder. Jetzt machen wir das erstmal dahin und zeigen mit dem Finger auf diese Soße. Das soll vielleicht das Thumbnail sein. Ich möchte das jetzt einfach mal ausprobieren, ob das so funktioniert. Denn wir haben schon so viele Soßen getestet von Samyang. Ihr kennt vielleicht die ganz normale schwarze Samyang Bulldog Soße. Dann gab es die Too Spicy Soße sozusagen in der Flasche drin. Es gab die Carbonara Soße, sehr zu empfehlen natürlich, eigentlich alle drei. Die, sagen wir gleich was dazu, denn dann habe ich irgendwo Mayonnaise gefunden, Samyang Bulldog Mayonnaise. Ihr seht, die Flaschen sehen anders aus und das ist auch eine Samyang Bulldog Mayonnaise, aber, jetzt muss ich kurz wieder überlegen, mit Chipotle. Also eine Samyang Bulldog Chipotle Mayonnaise, die eben dann nochmal anders schmeckt als die hier. Und die habe ich beim letzten Mal, glaube ich, bewertet und habe gesagt, die hat so einen richtig komischen Hustensaftgeschmack, so richtig kräuterlich irgendwie innen drin, ist aber trotzdem sehr cremig und ich habe mich mittlerweile so an den Geschmack gewöhnt, dass ich schon traurig bin. Die ist nämlich schon wieder fast leer. Mittlerweile esse ich die sehr gerne zu diversen Sachen. Heute geht es aber um die. Das ist das letzte Samyang-Fläschchen, was ich hier habe. Gehört eben dann zu der Reihe mit den normalen Soßen, in den normalen Dingern. Das ist nochmal eine Samyang Bulldog Soße, aber in der Bulldog Sriracha Variante. Ihr kennt ja vielleicht Sriracha Soße von Flying Goose oder billige Sriracha Soßen K Classic. Haben wir, glaube ich, mal getestet. Das ist eine Samyang Bulldog Sriracha Soße. Die Kombination also aus Sriracha Soße und Samyang Bulldog Soße. Und das finde ich mega interessant, sodass ich das erstmal alles hier wegstellen möchte und diese Soße jetzt mit diesen Nuggets hier testen möchte für das Video. So, das soll die Kameraperspektive sein. Ihr seht also, die ist auch noch komplett zu. Hier steht auch schön der Samyang-Schriftzug oben drauf. Hier habt ihr ein Hühnchen drauf, wie bei allen Samyang-Sachen. Hier unten steht Bulldog Sriracha. Wie scharf die jetzt dann ist, weiß ich nicht. Ich mach mal das Fläschchen an der Seite auf. Will aber gucken, dass nicht die ganze Folie abgeht, sondern nur im Prinzip der Deckel dann frei liegt. Jetzt wäre der Deckel fast frei. Den kann man aufklappen, aber wir haben natürlich noch so eine Schutzfolie drin. Die müssen wir auch aufmachen. Das ist wirklich komplett zu. Ich habe auch vorher nicht probiert, nicht getestet. Das ging jetzt aber leicht ab. Riech mal hier und es riecht sehr nach. Nach ein bisschen Erde, was ja typisch für die Sriracha-Soßen ist. Ich finde immer, die schmecken wie Erde, die Erdsoße immer. Und einem leichten Touch von der richtig original normalen Samyang-Soße. Ist das also wirklich gemischt aus beiden Sachen? Da bin ich gespannt. Wir machen jetzt mal hier die Nuggets, müssen wir noch rausholen. Ich esse ja immer gerne die Nuggets dazu. Hau mal hier drauf, immer Rewe, immer Nuggets, immer die Rewe-Nuggets, immer die sind nicht gefroren. Die passen auf jeden Fall für alles. Wir machen das jetzt kurz warm und können auch gleich nochmal testen im Vergleich also zu der letzten Mayo, die wir getestet haben. Und ich freue mich unglaublich immer wieder auf neue Samyang-Soßen. So, die Nuggets sind jetzt fertig. Die haben wir jetzt hier. Hier haben wir nochmal die Soße dazu. Das können wir nochmal, warte mal, ich blicke hier nicht durch. Ich glaube, wir müssen das so reinhalten. Das ist die Soße dazu, das sind die Nuggets dazu, so ungefähr. Die habe ich jetzt noch gar nicht richtig geschüttelt, fällt mir auf. Wir müssen die mal schütteln, man merkt schon, die ist wirklich flüssiger. Diese Mayonnaisen sind so cremig und fett, die ist flüssiger wie die normalen Sachen. Und jetzt ist mir eingefallen, ich habe doch auch von Flying Goose Sriracha Soße da, die auch flüssig ist. Das plätschert auch alles drin rum. Ich werde die jetzt einfach mal zuerst probieren zu einem Nugget und dann mit der vergleichen. Das ist vielleicht sogar sinnvoller.
Die hat jetzt auch hier nur den grünen Deckel, nicht den roten. Das heißt, das ist nicht die knallhart superscharfe. Das ist die scharfe, aber nicht die superscharfe. Wir haben aber auch noch eine mit dem schwarzen Deckel da, die Blackout. Die habe ich auch mal in einem extra Video getestet. Aber die möchte ich jetzt nicht auch noch aufmachen. Du kannst ja nicht einfach immer alles gleichzeitig aufmachen. Du brauchst ja auch immer 100 Jahre, um das irgendwie alles zu verbrauchen. So, ja, die Nuggets. Manchmal machst du die Nuggets auf und die sind schon alle verschimmelt, obwohl die Packung noch 2 Wochen haltbar ist. Das verstehe ich dann immer nicht. Deswegen muss ich bei den guten Rewe-Nuggets immer aufpassen. Wir machen jetzt hier mal einen Sprutz von der Sriracha-Soße drauf von Flying Goose. Ja, diesen typischen, ein bisschen beißenden, stechenden Geschmack, essiglastig, aber irgendwie so ein Schluck auch nach Erde, verbinde ich jetzt immer irgendwie mit was Asiatischen, wenn ich China-Nudeln esse und die machen es nicht scharf genug, dass man sich da so eine ganze Bahn drüber wirft. Passt zu den Nuggets jetzt nicht so gut, wie ich gerade feststelle, aber wie passt die Samyang-Soße zu den Nuggets im Sriracha-Look? Wir machen, oh, die läuft richtig raus. Mein Gott, der ganze Tisch klebt schon, die ist mega flüssig. Wir haben jetzt was hier drauf gemacht, es tropft einfach alles runter. Muss mal kurz noch den Datum schauen. 27.04.2024, also das Datum passt auf jeden Fall. Dass die so flüssig ist, überrascht mich aber gerade. Bulldog Sriracha, sie schmeckt jetzt leider gar nicht wie eine normale Bulldog-Soße. Die anderen haben irgendwie immer so was Verwandtes gehabt, was man wiedererkannt hat. Das schmeckt gerade komplett anders und ich muss auch nochmal ein zweites direkt nehmen. Weil ich mit dem Geschmack gerade gar nichts anfangen kann. Ich muss mal ein Stück weiter vor, dass ihr vielleicht seht, wie flüssig das hier... Alles runter suppt, alles auf den Teller, damit kannst du Horrorfilme drehen. Also irgendwie passt sie besser zu den Nuggets als die normale Sriracha-Soße. Aber die ist mir zu flüssig, die läuft viel zu sehr. Dann hat die auch irgendwie so einen erdigen Geschmack. Aber anders, die hat nicht dieses Säuerliche drin, dieses Essigartige, was die normale Sriracha hat. Hier fehlt das Essigartige, aber ja trotzdem dieses leicht Erdige drin. Aber irgendwie schmeckt es halt fast nur nach Erde und brennt ein bisschen. Also geschmacklich finde ich die leider gar nicht gut. Da finde ich sogar die Mayonnaise gut, die Chipotle-Mayonnaise, die anderen drei Soßen. Das würde heißen, für mich ist das gerade die schlechteste Samyang-Soße im Sortiment, dieses Bulldog Sriracha. Aber wenn ihr richtige Sriracha-Fans seid, sagt ihr, wow, endlich eine Soße, die nach Erde schmeckt, ohne ständig diesen beißenden Essiggeschmack zu haben. Du kannst das auch nicht schärfer machen, weil du kannst nicht so einen Haufen drauf machen. Es läuft ja einfach alles runter. Ich weiß nicht, mich überfordert das. Ich kann mir das jetzt auch gar nicht auf China-Nudeln vorstellen, so wie bei der anderen. Weil der Geschmack halt irgendwie nicht so passt. Wir nehmen jetzt mal einen Nugget. Jetzt zeige ich euch mal, wie man das macht, wenn man eine Samyang-Mayonnaise hat. Da kann man hier einfach so eine Wurst drauf machen. So ein richtig schönes Kackhäufchen. Und das passt. Und das ist auch richtig würzig und das ist auch richtig fest. Und das ist präsent und das ist einfach da. Und es schmeckt direkt wieder nach Hustenbonbon und ich weiß nicht warum, aber es ist so ein besonderer Geschmack, den ich nirgendwo herkenne. Was cremig ist, hustig ist, gut portionierbar und aber trotzdem auch scharf, denn ich merke jetzt schon wieder eine Steigerung. Das heißt, diese Chipotle-Mayonnaise ist auf jeden Fall schärfer als diese Bulldog
Sriracha-Soße. Keine Ahnung, würde ich nicht nochmal kaufen. Flasche kann ich ja vielleicht aufheben, um mal zu zeigen, was es so alles gab. Wir füllen uns nochmal was hier drauf. Zum hunderttausendsten Mal. Ungefähr so. Der ganze Teller schwimmt. Guckt euch das Massaker an. Total mild, total mild. Du merkst es jetzt wirklich, wenn es nach der anderen ist. Da ist kaum Schärfe da. Das Säuerliche ist nicht so sehr da. Das schmeckt ein bisschen erdig, okay. Aber weiß ich nicht. Hätte ich jetzt keine Verwendung dafür. Weder bei Nuggets, noch auf Nudeln, noch auf irgendwas anderes. Also, ja. Vielleicht kann man die an die... Wir haben noch eine Packung Plain-Nudeln, glaube ich. Ohne Soße. Vielleicht diese Soße, diese Samyang-Soße an den Plain-Nudeln mal testen und da komplett drüber kippen, die Nudeln so essen. Das wäre die letzte Rettung. Denn von den anderen gibt es ja sowieso Päckchen mit Soßen und die Mayonnaisen. Das ist klar, das ist cremig, das machst du nicht. Das wäre nochmal ein Einsatzgebiet. Mal gucken. Probier mal aus. Ansonsten bin ich von der enttäuscht. Die war auch mega teuer. Musstest du wieder sonst woher bestellen. Und dann, ja, so eine Luftnummer. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Und ich versuche jetzt hier noch im Roten Meer zu schwimmen. Hier irgendwas rauszuziehen. Und den Rest esse ich wahrscheinlich mit der Bulldog-Mayonnaise. Ciao.